Carolina Köppen spürt jedes Mal ein seltsames Gefühl in ihrem Herzen, wenn sie sich an den Schmerz erinnert, den Kerstin Ott durchgemacht hat. Es war ein langer Weg voller Strapazen und Schwierigkeiten, aber aus diesen versteckten Ecken heraus hat Kerstin sich stark weiterentwickelt und ist zu der starken und selbstbewussten Frau geworden, die sie heute ist. Kerstin Otts Kindheit war keine schöne, da das Leben ihr Geschlecht offenbar nicht klar definierte. Seit ihrer Kindheit war sie von einem seltsamen Gefühl und einer Unsicherheit über sich selbst umgeben. Für sie war es jedoch eine ständige Quelle der Ermutigung, nach Selbstakzeptanz und persönlichem Wachstum zu streben. Als das Gefühl des Verlorenseins immer schwerer wurde, wurde die Musik zu Kerstins verlässlicher Stütze. Durch Melodien drückte sie ihre Seele aus und suchte nach Freiheit und Aufrichtigkeit in der Musik. Und das Lied, Die immer lacht, war nicht nur ein musikalischer Erfolg, sondern auch ein Symbol ihrer Stärke und Widerstandskraft. Das Erscheinen von Carolina Köppen im Leben von Kerstin Ott gab eine neue Gestalt und eine tiefe Bedeutung. Die bedeutsame Beziehung zu Carolina ist für sie eine große Quelle der Ermutigung und Kraft, um Schwierigkeiten und Herausforderungen zu meistern. Mit der Liebe und Unterstützung von Carolina und ihren beiden Kindern fand Kerstin Ott Stabilität und Glück, ein sicheres Zuhause, in das sie nach langen Touren zurückkehrt. Jedes Mal, wenn sie sich an die Reise erinnert, die sie zurückgelegt hat, ist Carolina stolz und voller Respekt vor Kerstin Otts Stärke und Geduld. Sie überwanden alle Schwierigkeiten, um gemeinsam ein glückliches und sinnvolles Leben aufzubauen. Ein Leben, das Carolina jede Minute kannte und liebte. In diesen friedlichen Momenten, als Carolina in Kerstins Augen blickte, konnte sie nicht umhin, die Tiefe und Standhaftigkeit zu spüren. Es war eine Reihe von Kämpfen mit sich selbst bis hin zur Auseinandersetzung mit der Außenwelt, aber Kerstin gab nie auf. Indem sie sich gegenseitig fest an den Händen hielten, überstanden sie alle Stürme gemeinsam. Ihre gemeinsamen Tage haben ihnen die Kraft der Liebe und Unterstützung deutlicher vor Augen geführt. Carolina ist nicht nur eine Begleiterin, sondern auch eine Empathin, die Kerstin immer versteht und in jeder Situation an ihrer Seite steht. Sie haben gelernt, einander vollkommen zu akzeptieren und zu lieben, ohne Bindungen und ohne Tabu. Obwohl die Reise nicht immer reibungslos und einfach verlief, weiß Carolina, dass jede Wunde und jeder Schmerz Teil der Reise ist. Sie sind nicht nur Spuren der Vergangenheit, sondern unterstreichen auch die Widerstandsfähigkeit und Kraft der wahren Liebe. Und jetzt, da sie vor neuen Herausforderungen stehen, ist Carolina zuversichtlich, dass sie gemeinsam mit Kerstin alle Schwierigkeiten überwinden und weiterhin eine vielversprechende und bedeutungsvolle Zukunft aufbauen werden. Denn all die Strapazen und der Schmerz sind zu einer großen Quelle der Ermutigung geworden, zu einer starken Motivation für sie, stärker und näher als je zuvor voranzukommen. In ihren ruhigen Momenten erinnert sich Carolina oft an Kerstins schwierigste Momente, als sie einsam und verloren im Leben war, als Ungerechtigkeit und Unverständnis ihr Leben beherrschten. Manchmal ist dieser Schmerz immer noch vorhanden, aber jetzt ist er Teil der Vergangenheit geworden, Teil der Geschichte, die sie geteilt und gemeinsam überwunden haben. Carolina weiß, dass nicht jeder Kerstins tiefe Gefühle verstehen kann, wichtig ist jedoch, dass sie immer an ihrer Seite ist und sie bedingungslos und grenzenlos unterstützt. Ihre Liebe ist zu einer endlosen Energiequelle geworden, die beiden ein Gefühl der Sicherheit und des Selbstvertrauens gibt, allen Herausforderungen zu begegnen. Kerstin Ott und Carolina Köppen haben Seite an Seite bewiesen, dass Liebe keine Grenzen und keine Unterschiede kennt. Sie haben ein sicheres Zuhause geschaffen, in dem jeder akzeptiert und geliebt wird, egal was passiert. Und trotz des Schmerzes und der Prüfungen fanden sie Kraft und Freude in ihrer aufrichtigen Liebe. Wenn Carolina auf die Reise zurückblickt,
empfindet sie Kerstins Geduld und ihren Mut als dankbar und respektvoll. Sie haben sich mit Mut und Überzeugung auf das Leben eingelassen und so eine bedeutungsvolle und lohnende Reise geschaffen. Wenn Carolina in Kerstins Vergangenheit blickt, erkennt sie, dass jede Herausforderung und jeder Schmerz sie stärker, tiefer und dankbarer für jede Erfahrung gemacht hat, die zu ihrer Gegenwart geführt hat. Für Kerstin ist es nicht nur eine persönliche Reise, sondern auch eine gemeinsame Reise, auf der sich Liebe und Empathie zu einem sinnvollen Leben vereint haben. In Kerstins Augen sah Carolina das Licht der Hoffnung und Geduld. Es war ein kleiner Funke, der aber ausreichte, um beide auf der Straße vor ihnen zu erhellen. Sie sind nicht nur Liebende, sondern auch Gefährten, Menschen, die alle Freuden und Sorgen, alle Erfolge und Misserfolge teilen. Und jetzt, da sie vor einer Zukunft voller Potenzial und Versprechen stehen, weiß Carolina, dass sie nichts gemeinsam aufhalten kann. Ihre Liebe ist unerschütterlich und unvergänglich, und Schritt für Schritt werden sie voranschreiten und sich jeder Herausforderung mit Zuversicht und Entschlossenheit stellen. Die Reise von Kerstin Ott und Carolina Köppen ist nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die Geschichte von Menschen auf der Suche nach Freiheit und Akzeptanz. Und im Licht der Liebe fanden sie Freude und Sinn im Leben, einen Sinn, den sie ihr ganzes Leben lang miteinander teilen würden. Das Familienleben von Carolina Köppen und Kerstin Ott erlebt derzeit Momente voller Glück und Wärme. Sie haben ein starkes Zuhause aufgebaut, in dem Liebe und Empathie sowie Verständnis und Respekt die Grundlage bilden. Mit ihren beiden Kindern schaffen sie eine warme und sichere Umgebung, in der jeder ermutigt und unterstützt wird, zu wachsen und Selbstvertrauen zu gewinnen. Carolina und Kerstin tragen gemeinsam die Verantwortung für die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder und nehmen sich immer Zeit, mit ihrer Familie unvergessliche und bedeutungsvolle Erinnerungen zu schaffen. Carolina und Kerstin sind nicht nur Eltern, sondern auch weiterhin einfühlsame Partner und gute Begleiter füreinander. Sie teilen jede Freude und Trauer, jeden Traum und jede Ambition und stehen einander in jeder Situation stets bei. Ihr derzeitiges Familienleben basiert auf Verständnis und Respekt und jeder Tag ist eine Gelegenheit, zusammenzuwachsen und glücklicher zu sein. Es ist ein bedeutungsvolles und von Liebe erfülltes Leben, das sie ihr ganzes Leben lang teilen und genießen werden. Im aktuellen Familienleben von Carolina Köppen und Kerstin Ott sind gegenseitiges Verständnis und Unterstützung der Schlüssel zu einem herzlichen und glücklichen Umfeld. Trotz der Herausforderungen und des Drucks des täglichen Lebens finden sie immer Wege, alle Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden und eine glänzende Zukunft für ihre Familie aufzubauen. Carolina und Kerstin sind nicht nur einfühlsame Partner bei der Betreuung ihrer beiden Kinder, sondern auch vertrauenswürdige Begleiter untereinander. Sie hören immer zu und teilen etwas und schaffen so einen Raum für Gespräche und tiefe Verbindungen. Super einfach. Und meiner ist jetzt hier etwas größer. Ich habe jetzt ein bisschen ausgestopft hier, damit es ein bisschen Form bekommt, denn der sieht, wenn er jetzt nicht am Babyfüßchen ist, etwas unförmig aus, passt sich aber sehr gut dem Fuß an. Ich habe hier mit reiner Baumwolle gehäkelt und Nadelstärke, was habe ich denn hier, 3,0. Du kannst die Größe ganz einfach anpassen, das erzähle ich dir dann im Video an der entsprechenden Stelle. Für eine kleinere Größe, größere Größe, alles machbar, kein Problem. Und ich beginne jetzt auch direkt. Und zwar bestimme ich jetzt erstmal die Höhe des Schürchens, also sprich diesen Teil hier. Und hier kannst du dann auch gleich noch entscheiden, wie hoch dieser untere Teil sein soll und ob du das umgeklappt haben möchtest oder nicht. Das bleibt auch dir überlassen. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier das einmal umgeschlagen, geht aber auch so ganz gut. Und ich habe jetzt in meinem Fall 33 Luftmaschen angeschlagen.